Willkommen zu einem düsteren Retro Inferno und ich sag nur, der Tod steht dir gut. Retro Inferno. Ja, Retro Inferno. Wurde viel über Filme gequatscht in letzter Zeit. Jetzt wird mal wieder ein bisschen gezockt. Ich habe jetzt keinen speziellen Titel, wie so die NES und Super Nintendo Titel der letzten Zeit, sondern etwas, wo man sich vielleicht ein bisschen schwer tut, das einzuordnen. Ist es schon Retro oder ist es immer noch aktuell? Das könnt ihr entscheiden. Ich habe es jetzt mal ins Retro Inferno gepackt. Es geht um Darksiders 2. Warum? Weil ich es gerade spiele oder vielmehr ich hole es nach. Ich bin großer Fan von Darksiders 1. Das habe ich damals auf der PlayStation 3 gespielt und spiele es zurzeit auch nochmal auf der Nintendo Switch. Und es gibt auch Darksiders Genesis auf der Switch. Das ist so ein Prequel zu den bisherigen Spielen. Darksiders 3 habe ich auch durchgespielt für Xbox One. Nur der zweite Teil, den habe ich nie durchgespielt. Aber dazu kommen wir dann auch gleich mal. Ne? Halt, stopp! Die Darksiders-Serie, die war, das muss ich jetzt doch mal ganz kurz erklären. Die Darksiders-Serie war eigentlich am Ende. Es gab Teil 1, kam ganz cool an. Teil 2, da haben sie schon richtig reingebuttert in die Marke. Und da gab es nämlich auch tatsächlich einen Live-Action-Trailer. Und den schauen wir uns jetzt erstmal an. Before the eyes of God, we have been judged. And we have been found guilty. Death awaits us all. Just as Revelations proclaimed it was. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw and beheld a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And lo, there was a great earthquake. The sun became black. For the great day of his wrath has come. And who shall be able to stand? Ja, ist doch ganz lässig, ne? Aber sowas kostet natürlich Kohle und es wurde marketingtechnisch wirklich in Darksiders 2 reingebuttert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es seine Erwartungen großartig erfüllt hat, nur kam dann THQ Nordic und die haben das ganze Franchise dann aufgekauft und haben gesagt, nee, Darksiders streichen wir, das wird nicht, also diese Marke interessiert uns relativ wenig. Fan-Aufschrei hoch 80, denn diese Story ist eigentlich wirklich ausgelegt, irgendwann mal beendet zu werden und hoffentlich auch nicht in zu weiter Ferne. Dann hat man tatsächlich den Fan-Wünschen nachgegeben, Darksiders 3 gemacht. Der kam ganz gut an, in den Rezessionen teils. Ich fand ihn ganz gut. Und damals war es halt eben so, es gab bei der PlayStation 3-Variante gab es einen Bug. Wenn man da gespielt hat eine Zeit lang, da war irgend so ein Kugelrätsel und wenn man das vermasselt hat, müsste eigentlich eine neue Kugel nachkommen, kam sie aber nicht und dann hing man da. Und da das ein Autosave-Game ist, ja, dann war das Spiel halt für den Arsch einfach. Was ziemlich kacke ist. Da habe ich gesagt, okay, solange es da keinen Patch oder sowas gibt, rühre ich das Spiel nicht an, das frustriert mich nur. Genau. Und dann kam halt eben, ja, die Geschichte wird eh nie beendet. Und ich dachte, ja gut, nee,
dann leckt mich am Arsch. Denn das Ganze hat mich halt einfach so ein bisschen an die Legacy of Kain-Reihe erinnert, die nie abgeschlossen wurde. Und das macht mich heute immer noch sauer. Also da gehört ein straffes Remake mal gemacht von der Legacy of Kain-Reihe. Nochmal von Anfang an. Gut, Darksiders wurde ja Gott sei Dank trotzdem fortgesetzt und THQ Nordic hat gesagt, da geht's auch noch weiter. Deshalb kann ich jetzt ruhigen Gewissens Darksiders 2 nachholen. Mache ich auf der Switch. Legen wir mal los. Mache ich auf der Switch zurzeit, allerdings nur Handheld. Jetzt bin ich gerade ein bisschen am gucken, wie ich das Ding steuere. Wir sind tot, einer der vier Reiter der Apokalypse. Und wenn mit der Story nicht so ganz konfirm ist, im ersten Teil war man Krieg. Also es gibt Krieg, Tod, Streit und Raserei oder Fury. Und im ersten Teil war man Krieg, der wohl versehentlich irgendwie die Apokalypse herbeigerufen hat. Das Ganze stinkt natürlich nach Riesenverschwörung. Und das ist Khan, das ist ein Erschaffer. Kommen auch immer mal wieder welche vor. Ulta ist da, glaube ich, der prominenteste. Bringen wir ihn zum Wächter. Es wird ziemlich heiß hier. Genau, Ulta ist da, glaube ich, der prominenteste. Der kommt hier in diesem Spiel bislang noch nicht vor. Aber wie gesagt, es ist aus der PlayStation 3-Ära und es kommt ja bald die PlayStation 5. Und deshalb kann man das schon ein bisschen als Retro. Aber der geht halt immer noch voll klar, dieser Titel. Die Darksiders-Spiele unterscheiden sich doch ein bisschen. Also rein looktechnisch. Joe Madureira ist Comiczeichner, der hat den Stil geprägt und entwickelt. Aber die Spiele spielen sich alle ein bisschen unterschiedlich. Da ist der erste Teil, man spielt im Krieg, der sich dann versucht zu rehabilitieren, dass er das nicht war, versucht es halt herauszufinden, wer ihm da böse mitgespielt hat. Der Titel hat am Anfang... da geht's schon los. Der Titel hat am Anfang so einen God of War-Style, also einen klassischen God of War-Style, sage ich jetzt mal. Also Hack and Slay mit Stil. Ah, verdammt, jetzt bin ich abgestürzt. Ihr werdet wahrscheinlich eben nichts erkannt haben. Ich auch nicht. Das ist so ein Kritikpunkt vielleicht im Spiel, wenn sehr viele Gegner kommen. Und dann mir hier auch noch der Kollege hilft. Dann wird das schnell unübersichtlich. Aber man hat das doch irgendwie im Griff, finde ich. Also ich finde es tatsächlich nicht frustrierend. Und es hat mir auch jetzt selten irgendwie einen Nachteil einen merklichen gemacht. Es gibt diverse Kombos, die man... Hier, schau mal jetzt. Zack! Jetzt muss ich hier nochmal. Und zack! Da hat er sich vorübergehend in seine wahre Gestalt verwandelt, der Tod. Also das, ich bin jetzt schon ein Stückchen weiter. Deshalb diese ganzen Angriffsfähigkeiten, das wirkt ein bisschen... überfordern vielleicht für den einen oder anderen. Nee, aber man kommt da gut rein, man wird da gut eingeführt. Das wird Stück für Stück, wird das alles mehr. Man sieht ja auch, ich habe meine zwei Sensen. Aber ich habe hier auch noch das Ding hier. Das sind so Handschuhe. Da gibt's, das ist so die Sekundärwaffe. Geht ganz easy hier auf X. Also normal schlagen auf Y, die andere auf X. Man kann dann diverse Kombos ausführen. Der Typ lässt sich super agil steuern. Ich habe hier auch noch so ein Griffteil. Ich habe auch noch eine Knarre. Alles Mögliche. Und was ich cool finde, man bekommt verschiedene Rüstungsgegenstände. Und Tod verändert auch sein Aussehen dann dadurch. Also die haben wirklich einen Impact auf seinen Look. Teil 1, wie gesagt, war am Anfang zumindest sehr God of War-lastig. Also klassisch God of War-lastig.
und wurde da von vielen auch schon als God of War-Klon ein bisschen abgewatscht. Allerdings, wenn man dann mal so im ersten Dungeon ist, merkt man, dass das eigentlich so ein Zelda für Erwachsene ist. Also ich rede jetzt nicht von Breath of the Wild, aber so eher der Twilight Princess Style. Also ich habe mich da recht schnell wohlgefühlt. Der alte Stein erwacht. Der alte Stein erwacht. Also sehr episch alles. Also guckt euch das an. Das ist schon richtig cool. Ah ja, jetzt macht er was damit. Wir müssen nämlich so einen Riesenwächter erwecken. Denn wir müssen, Achtung, super kreativ zum Baum des Lebens. Warum hat jedes Spiel, jedes Fantasy-Spiel einen Baum des Lebens? Das finde ich, ja. Da fand ich es bei Legacy of Kain geiler mit den Säulen von Nosgoth. Kennt ihr Legacy of Kain? Bitte. Sagt mir, dass das toll war. Schreibt es in die Kommentare. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Da ist eine Röhre, da ist... Nee, das ist kein Fässchen. Genau, also Teil 1 war doch mehr so ein Zelda-typisches Spiel. Teil 2 versucht sich an Open-World-RPGs zu orientieren, wobei ich sage, das gelingt dem gar nicht so. So, jetzt bräuchte ich eigentlich meine Knarre, aber das wäre jetzt zu blöd, das zu wechseln, weil diese Kreaturen gehen tatsächlich mit dem Ballermann besser wegzuputzen. Da muss man immer schauen, dann gibt es mal so eine Art Nest, das diese Dinger kreiert. Jetzt ist natürlich die Frage, gehe ich da runter? Da drüben, was da blitzt, ist eine Fährmannsmünze, aber ich glaube, man kommt doch durch dieses Röhrending da gut rein. Wir schauen mal. Genau, versucht sich so ein Open-World-RPG. Das sieht man halt auch, so verschiedene Level der Rüstungen und der Waffen, die man so bekommt. Und ja, aber es ist halt kein Open-World-Ding. Man hat so ein Zentralding, das ist so eine Wiese, ja, so eine riesige Lichtung. Und da sieht man auch schon den Baum des Lebens dann. Nur da kommt man nicht ran, weil er vom Verderben bewacht wird. Und wir, aber ich glaube, die einzige Chance eben, dieses Verderben zu besiegen, ist dieser Riesenwächter, den wir da eben gesehen haben. Den versuche ich jetzt hier zu aktivieren. Man kommt da eben in verschiedene Dungeons rein, die man eigentlich so Zelda-typisch dann irgendwie lösen muss. Auf der Switch ist das ziemlich cool. Und ich dachte mir damals schon, als ich Breath of the Wild gespielt habe, ich so, Mann, diese Darksiders-Spiele, da hätte ich schon nochmal Bock drauf. Und die Switch ist eigentlich der perfekte Ort dafür. Denn auch die Leute haben ja gelächzt nach so einem Action-Adventure-RPG, nachdem sie Breath of the Wild durch hatten. Und da wären diese beiden Titel ideal gewesen. Nur hieß es, nö, kommt nicht für die Switch, machen wir nicht. Und dann kam es doch. Und sogar sehr gut, muss ich sagen. Also richtig, richtig gute Portierung. Teil 1 hat zum Beispiel einen Performance-Mode. Das bedeutet, ihr könnt von der Auflösung zurückschrauben. Haltet dann aber eine, ich glaube, ziemlich konstante 60 Bilder Frame Rate. Und das ist richtig gut. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich bin als erstes auf den Grafikmodus gegangen, weil ich gedacht habe, nee, ich möchte lieber Full Power bei der Grafik haben. Oh, das ist jetzt mal ein Riesenraum. Ich möchte Full Power bei der Grafik haben. Aber dann muss ich sagen, dass mir der Performance-Modus oder diese Framerate-Modus doch dann mehr Spaß gemacht hat. Hier gibt es das, glaube ich, nicht. Also ich habe es dann nicht gefunden. Aber ist egal, macht trotzdem sehr viel Bock. Okay, da geht's mal nicht weiter. Wir können hier auch tauchen. Und das Gute, das Angenehme hier ist, Tod braucht keine Luft. Ja. Für manche
Grafik, Style, Fetischisten, die werden vielleicht sagen, ja, okay, so geil ist das auch nicht mehr. Okay. Aber es ist, man kann nicht abstreiten, dass es ein wirklich schönes Spiel geworden ist. Soundtrack der Darksiders-Reihe ist auch richtig gut. Ist schon wirklich fast filmmäßig. Okay, hier oben muss man was zerschlagen. Das geht allerdings nur mit Bomben bzw. einem kleineren Wächter. Kommen wir jetzt weiter. Also da komme ich wieder ganz hoch. Das probieren wir jetzt gerade mal schnell. Ich habe nämlich ein bisschen den Überblick verloren. Ihr seht, der klettert da ganz flink hoch. So, jetzt sind wir hier. Der sagt mir. Das ist übrigens mein Rabe. Der sagt mir immer so ungefähr, wo ich hin muss. Okay, der fliegt davor zu diesem Hebel. Alles klar. Wir müssen da rüber. Ich schaue mir gerade mal die Karte an. Das ist vielleicht mal ein Plan. Ganz Zelda-like. Die Dungeon-Karte, die sagt mir recht wenig. Hier rechts könnte es lang gehen. Möglicherweise auch unterirdisch. Da geht es auch noch lang, aber das ist die Haupthalle. Also da müssen wir nicht zurück. Also hier rechts, ah nee, das ist aber versperrt. Das ist genau das Ding. Also wir sind hier natürlich auch am Leveln und alles mögliche und verfolgen die Geschichte. Denn Tod möchte seinem Bruder Krieg helfen, möchte seine Unschuld beweisen und ist dann in diese Welt hier verbannt worden. Er ist an den Falschen geraten, der hat ihn in diese Welt verbannt, wo die Wächter festsitzen, wo auch die Wächter festsitzen. Und nun ist der einzige Weg für alle zu entkommen, dass man eben dieses Verderben besiegt und zum Baum des Lebens kommt. Generisch vielleicht. Jetzt habe ich hier echt mal gar keinen Plan, Leute. So gar nicht. Bin ich vielleicht doch ins Falsche mal rein? Das ist halt immer so ein bisschen verzwickt. Da braucht man auch mal Ruhe bei solchen Spielen. Wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen, der dieses Game schon durchgezockt hat und er wird jetzt die Augen verschließen und sagen, was tust du? Das ist doch ganz easy. Aber es ist manchmal, sieht man den Wald von der Bäume nicht. Manchmal kann man auch hier die Wände nutzen und links, rechts hier hochhüpfen, aber das ist auch zu weit auseinander. Hier gibt es keine Möglichkeit, sich hochzuhangeln, da auch nicht. Was ist das? Auch hier ist dicht. Auch hier ist dicht. Also ich glaube, auf die Art und Weise komme ich hier nicht weiter. Müssen wir mal schauen. Dann geht man halt mal wieder zurück. Guckt, ob man was vergessen hat. So, kann ich hier? Nein. Kann auch an der Wand ein bisschen laufen. Guten Wallrun. So wie man es zum Beispiel von Jedi Fallen Order kennt. Gehen wir wieder zurück. Ja, da ist doch auch was zum Weiterkommen. Da sind so Balken. Da sagt er mir, ich soll hier reingehen. Moment. In Teil 3 hat man dann Fury gespielt, die Schwester der Jungs. Die haben eigentlich auch eine ganz coole Story. Da gibt's oder gab es ein Volk, das hieß die Nephilim. Und wo ist der Rabe jetzt denn? Die Nephilim. Und die vier Reiter der Apokalypse, die wurden aus diesen Nephilim auserwählt und haben dann quasi ihr eigenes Volk
fertig gemacht. Okay, aber diese Türen muss ich auf jeden Fall irgendwie aufkriegen. Haben wir eigentlich das Volk fertig gemacht, gelten halt seitdem als Brudermörder oder Geschwistermörder. Aber die Seelen irgendwie von diesen Nephilim wurden in einen Talisman eingesperrt. Also es ist halt pur Fantasy-Style. Aber gerade für die Leute, die die Legacy of Kain-Reihe geliebt haben, ist... Ja, genau. Ich muss das aufkriegen, damit der Khan da durchgehen kann und mir Gesellschaft leistet. Okay, also es... Wo ist der Rabe? Hinten irgendwo. Streit hatte noch kein eigenes Spiel. Der kam mal vor in Teil 3 kam er mal vor und in hier Genesis. Da kann man ihn spielen, aber wie gesagt, das ist ja so ein Prequel, da spielt man Krieg und Streit. Ob der dann noch ein eigenes Spiel bekommen wird. Mal schauen, ne? Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Aber wie gesagt, das ist alles schöner Kram zum Nachholen. Ich habe hier auch nicht die Möglichkeit, meine Hand zu aktivieren, meine Greifhand. Ich komme da nicht rüber. Ah, manchmal ist Streamen gar nicht so schlecht. Dann hat man oft genug mal Leute, die einen Plan haben, wie der ganze Schissel funktioniert. Ich habe keinen Doppelsprung, nö. Versuchen jetzt mal zu tauchen. Manchmal findet man da einen Durchgang, der einen weiterbringt. Und da wir ja unendlich Luft haben, ist das ja auch wurscht. Wir machen jetzt hier ja auch kein großes Let's Play daraus. Ich wollte es euch einfach mal vorstellen. Ich mag die Darksiders-Serie halt unheimlich gern. Das macht mir super viel Spaß, da ein bisschen zu knobeln und zu rätseln. Ja, dann hängt man mal. Das kommt halt mal vor. Aber es hat schon einen sehr guten Fluss. Story finde ich interessant. Kann man sich nicht beschweren. Also unter Wasser, da sieht es mal so aus, als könnten wir da gar nicht so viel treiben. Wie kommt der Kollege da hoch? Das ist das Problem. Ich werde euch damit auch nicht lange langweilen. Das ist halt jetzt eine ganz normale Retro-Inferno-Folge. Dann würde ich sagen, war's das? Ja, weit sind wir nicht gekommen, aber wir haben ein bisschen Action gesehen und so die ganze Atmosphäre, die Grafik. Darksiders 2, ein richtig schöner Titel zum ins Backlog aufnehmen. Und dann sage ich mal, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.